Ja, und so wurde ein Serienmörder geboren. Ich hab's verstanden. Ich frag mich, ob man die Sache überhaupt noch, also ob ich die Sache noch, noch lösen kann. Denn ich habe ja am Anfang, die allererste Anrufgeschichte habe ich ja nicht wirklich verfolgt. Da habe ich ja gedacht, ich muss da nichts machen, außer ihm zuhören. Aber das war ja leider ein Trugschluss. Deswegen, ich hoffe, dass wir diese Nebenmission überhaupt noch machen können, weil sonst weiß ich gar nicht, warum ich das hier mache. Und ich gebe es zu, als ich sagte, wir gehen ans Telefon, habe ich ganz kurz mal einen Schnitt machen müssen. Ne? Eine ganz kurze Unterbrechung. Und mich interessiert alles was. Auseinander. Es gibt kein Essen. Jeder hasst jeden und Strange hält bescheuerte Ansprache. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Denn ich habe mal ganz kurz gelesen, die Nebenmission mit Nora Freeze, wo die sein soll. Ich konnte mich nämlich noch erinnern, irgendwo musste ich doch eine Eisscholle bauen, die ich dann praktisch ranschiebe. An eine brüchige Stelle. Daran konnte ich mich noch erinnern. Ich wusste aber nicht mehr wo. Und ganz ehrlich, ich weiß es immer noch nicht. Ich habe nur ganz kurz mal im Internet nachgelesen. Da stand irgendwie, fliegen Sie an einen bestimmten Ort und ja, werfen Sie diese Granate ins Wasser und dann benutzen Sie sie, um zur brüchigen Stelle zu kommen. Und ich weiß aber nicht, ob ich hier gerade an der richtigen Stelle bin. Es könnte aber sein, dass wir hier dann Nora Freeze finden. Wie gesagt, Ort, also die Position, die Stelle, wo ich das suchen muss, wurde nicht angegeben. Na, dann wollen wir mal gucken, wo wir hier sind. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Was, Eiswürfel? Ich will sie. Ich bin dran. Sonst bist du immer dran. Wie wäre es mit, ich schalte die mal aus. Komm mal her. So, der mich gerade am meisten gestört hat, den habe ich gleich am Anfang ausgeschaltet. Hey, du sollst zu dem da. Zu keinem anderen. Einfach nur der da hinten gerade die Waffe hat. Moment mal, wieso haben wir denn hier einen mit einer Waffe? Das finde ich nicht okay. Bleiben Sie doch mal unten. Wenn ich fertig bin, erkennt dich nicht mal Mutti wieder. Doch, Mutti erkennt mich immer. Weil Mutti ist super. Okay. Hey. Ich habe gerade die Betäubung gemacht und nichts passierte. So. Komm mal her. So, den werden wir mal K.O. schlagen. Genauso wie den. Jetzt reicht's mir hier langsam. Ich töte dich, Flattermann. Hey. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. Irgendwie habe ich es heute nicht mehr mit der Steuerung drauf. So, der bleibt bitte mal unten. Okay. Dann hauen wir den noch K.O. Hoffe ich, dass wir den. Du hast überhaupt keine Chance. Oh Mann. Die sind ja aber auch widerstandsfähig, die Jungs. Hey, der soll rüberspringen, der Gute. Irgendwie macht das gelegentlich wirklich nicht, was er hier tun soll. Das da sollte er nämlich machen. Und gelegentlich, wie gesagt, macht er das nicht, was er hier tun soll. So. Und den hauen wir jetzt so noch um. Das ist hoffentlich nämlich der Letzte. Ja, ist er. Und vom Lebensbalken war es ziemlich knapp. Wie immer. Frees Frau ist in Sicherheit. Das sollte ich ihm sagen. Man sieht sie hier aber auch nicht, ne? Nee. Man kann wirklich nicht sehen, wie sie aussieht. Was witzig ist, weil im Arkham Knight Teil, da taucht sie ja auf. Da wird sie ja befreit und da wird sie sogar geheilt. Ja, deswegen, ich finde es übrigens sehr gut, dass sie die Story so weit gebaut haben. Gefrorene Köder.
cooles Passwort, dass sie die Story so weit gemacht haben, dass es eigentlich im Großen und Ganzen ja alles gelöst wird, ne? Und wenn ich jetzt da rauskomme, wo ich vorhin stand, wo die Tür zu war, dann schreie ich, glaube ich, weil dann war ich ja doch mit der richtigen Vermutung. Ich wusste es. Es war dann bloß der richtige Eingang zu suchen und der wäre dann eben halt hier gewesen. Ich hab's bloß vorhin nicht gesehen, erst durch das Telefon, was hier geklingelt hat. Da muss ich mich bei dem guten Sess dann doch mal bedanken. Er hat's hingekriegt, dass ich gewusst habe, wo ich dann hin soll. Und rein theoretisch müsste ich jetzt zurück zu Mr. Freeze. Und ganz ehrlich, das machen wir einmal ganz kurz. Dann haben wir die Nebenmission nämlich abgeschlossen. Wir werden ihm erstmal sagen, dass Nora in Sicherheit ist, obwohl wir die bei den ganzen Leuten zurückgelassen haben, die eigentlich nur bewusstlos sind und früher oder später wieder aufwachen werden. Aber hey, das ist nicht so interessant. Der wird sich trotzdem freuen, dass seine Frau noch, lebt, ist vielleicht die falsche, ist das Falsche, ne, weil sie lebt zwar noch, ist aber eingefroren und das schon seit Jahren, weil sie ja eine tödliche Krankheit hat, soweit wie ich mich daran erinnern kann. Ich glaube, ich bin da. Moment, ich muss hier rein. Genau, wir müssen da rein und dann rutschen wir hier rüber und, falscher Eingang. Moment. Falscher Eingang. Wir müssen ja auf die andere Seite. Ich kann mich ja dran erinnern. Der war ja jetzt nur von hinten zu besuchen, der Gute. Da gab es ja Probleme mit dem Eingang. So, dann fahren wir mal runter. Er fällt natürlich daneben, weil es ist Batman, der weiß, was er tut. Gut, dann fallen wir mal hier hin und seilen uns da mal hoch. Das war besser, was er da gemacht hat. Und dann besuchen wir mal den lieben Victor. Und teilen ihm mit, dass wir Nora gerettet haben. Wie gesagt, er hätte uns ja nur drum bitten müssen und nicht einfach sagen müssen, ey, ich kämpfe erstmal gegen dich und breche deinen Willen, damit du mir dann hilfst. Das war überflüssig. Aber egal, das konnte er ja damals nicht wissen. Ich würde schon sagen, da oben, wir müssen doch nicht, doch, wir müssen wieder die Sachen hier verkleistern, verfrieren oder wie auch immer. Falsch geworfen, Batman. Nicht wieder wie im ersten Teil, wo du immer das Zielwasser nicht getrunken hast. So, wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Was? Der hat sich immer noch nicht erholt. Du bist aber langsam. Victor, du bist relativ langsam bei der Reparatur deines Anzugs. Okay, ich rede mal mit ihm. Ich habe sie. Sie ist in Sicherheit. Nora, wo ist sie? Sie war in Lagerhaus 5B im Falcone-Frachtlager eingesperrt. Sie ist in Sicherheit, Victor. Du kannst zu ihr gehen. Danke, Batman. Ich hab dir misstraut. Tut mir leid. Ja, merkt ihr das für die Zukunft? Wir haben das Druckmittel freigeschaltet. Bringe das voneinander getrennte Paar wieder zusammen. Nicht wahr, Victor? Ich werde all das ungeschehen machen, was der Clown meiner wunderschönen Nora angetan hat. Der hat doch gar nichts getan. Danke, dass du Nora gefunden hast. Ja, aber bitte doch. Und ein Stufenaufstieg. Ach ja, wir wollten ja Catwoman ein wenig verbessern. Ein wenig. So, haben wir. Und dann hoffe ich, dass hier die Granaten noch halten. Gut, jetzt aber zum Heilmittel, damit der gute Batman auch nicht wieder umkippt. Denn das Zeug, was er getrunken hat, um Ra's al Ghul zu finden, lässt wirklich mittlerweile nach. Er sieht nicht mehr wirklich gesund aus. Und die einzigste Person, die das ja in dem ganzen Spiel mal mitgekriegt hat, war Vicky Vale, die ja gefragt hat, was ist mit deinem Gesicht? Und da bin ich der Guten auch wirklich dankbar, dass sie nachgefragt hat. Allerdings war es natürlich journalistischer, war ein journalistischer Hintergrund, ne? Sie wollte halt eine Story und mehr nicht. Und ich muss weg. Bist du zu feige, um gegen? Ich habe was anderes zu tun. Warum klettert er hier rauf? Ach, ich frag lieber nicht. So, einmal darüber.
Wir müssen nämlich da nach hinten und ja, wir hätten noch die ein oder andere Nebenmission. Ich muss mal gucken, wie viele ich wirklich mache. Momentan spiele ich ja so mehr die Hauptstory und ich fand immer, dass die Nebenmissionen in dem Programm, ja, ich sag jetzt mal, einen aus der Story rausreißen, da man ja doch wirklich ganz, ganz wichtig um sein Leben kämpft. Und wenn man hier um sein Leben kämpft, macht es nicht wirklich Sinn, dass wir ständig rausgerissen werden mit den Worten, ach ja, wir machen aber erstmal alles andere und sterben dabei. So, hier ein paar Luftballons. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Und Freeze arbeiten zusammen. Das hatte Joker doch gesagt. Wieso? Und ich muss ja in Stahlwerk wieder rein, ne? Ich muss nach einem anderen Weg suchen. Ah, Mist. Oracle, such einen Weg, der in das Stahlwerk führt. Mal sehen. Ich vermute, du willst die gefährlichste Route, die möglich ist. Wieso ein Erfolgskonzept verändern? Tja, du hast Glück. Es führt nur noch der Weg über die Wärmetauscher südlich vom Gebäude hinein. Ich markiere es auf deiner Karte. Ich vermute da, wo die ganzen Scharfschützen stehen, ne? Ja, da vor mir, direkt vor mir. Ist eine tolle Sache. Ist ein super Plan. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir die Scharfschützen ausschalten können. Wer, Batman? Sicher kommt er. Na, ich wette, Freeze hat ihn erwischt. Hallo. Der steckt längst in einem Eiswürfel. So, ein Scharfschütze ist weg. Wo war der zweite? Ich habe doch gesehen, es waren zwei. Das vergisst Freeze nie im Leben. Da unten ist einer. Hab die alte für Joker in einen Lieferwagen geschickt. Aber wo ist Nummer 2? Hast du gesehen, wie sie aussieht? Ist sie heiß? Sie steckt in einem Eisblock. Wäre sie heiß, wenn man sie auftauen würde? So wie ich das sehe, wäre sie tot, wenn man sie auftauen würde. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, sie wäre wohl tot, wenn man sie auftaut. Und ja, naja, also so heiß war sie nun auch nicht, wenn ich mich recht dran erinnere. Sie sieht halt krankheitsbedingt ein wenig mitgenommen aus. Ist aber auch verständlich, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, wie man aussieht, wenn man krank ist, besonders bei schweren Krankheiten, da geht's nicht wirklich darum, dass man gut aussieht. So, wir haben auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die da unten wie wild patrouillieren. Und es schön finden, dass sie mir den Eingang leider versperren. Diesmal nehmen wir uns aber alle ganz doll vor, Batman aufzuhalten. Ja? Genau, wir machen das ganz dolle. Ich sitze in Arkham City fest und ne? Joker sagt mir, was ich zu tun habe. Alles wie immer. Jo. Hast du gedacht, hier sind die Arbeitsbedingungen besser? Uns. Ich sichere die Tür. Ups. Ich wollte eigentlich hinten ran. Und nicht so. Kann ich das mit der Rauchbombe vielleicht? Kann ich nicht. Weg. So. Wo schießen die denn gerade hin? Nur mal so. Wir schwärmen aus. Wir finden den Bastard. Alles klar? Oh Gott. Leute, bewegt eure Erste. Ja, das war gerade nicht nach Plan, aber ist egal. Wir kriegen das hin. Wir haben noch einige Leute, die hier vor mir sind. Wach auf, Mann. Komm, wach auf. Und natürlich könnte ich ja mal, aber andersherum, das würde ich gerne für die beiden da unten aufheben. Die Waffen deaktivieren. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Wobei, andersherum brauchen wir ja gar nicht. Wir können ja auch hier eine Waffe deaktivieren. Da die Waffe deaktivieren. Und hier mal hingleiten. So, dann machen wir das. Nach oben. Wo sind die anderen? Wo sind sie denn? Hallo? Ruhe bewahren. Wir müssen uns zusammenreißen. So, den hauen wir um. Genau, weil der andere, der kann ja gerade nicht schießen, auch wenn er das vielleicht möchte. Du bist nämlich deaktiviert von der Waffe. Was ich sehr gut finde. Und dann gucken wir mal, was jetzt noch übrig geblieben ist. Da haben wir noch eine Kamera. Melde Kameraausfall in Sektor 4. Ich mache das gerade nur, weil es eben XP bringt. So ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz nett, wenn man es macht. So, wir haben zwei. Den da würde ich ganz gerne K.O. schlagen. Auf den würde ich runterspringen. Dann können wir nämlich die beiden einfach ausschalten. Das lief überraschenderweise sehr gut. Gut, dann gehe ich mal rein.
Nein, Joker, du musst nicht alles alleine machen. Dafür bin ich doch noch da. Ich räume auf. Du stellst die Leute auf und ich als Batman räume dann auf und dann sind alle weg. Ja, so machen wir das. Das nennt sich Arbeitsteilung und sollte funktionieren. Und nein, wie hab ich über Protokoll 10? Diese Statuen hier vermisst? Moment mal. Schnellschuss, Freeze-Schuss. Er hat mir gesagt, was es ist. Echt? Hallo. Was ist es denn? So. Okay, die waren kein großes Problem. Die waren ja auch überrascht, dass ich von hinten kam und sie dann mal begrüßt habe. Und jetzt nochmal, wie habe ich diese schicken Statuen vermisst von Harley? Auch wenn der Kopf vielleicht ein wenig groß geraten ist. Aber Harley liebt halt Mr. J und das sieht man an diesem schicken Herz, was sie in der Hand hält. Tut mir leid, du Clown. Ich kann leider nicht ans Telefon gehen. Vermutlich mache ich irgendwas streng Geheimes von Mr. J, von dem du nichts erfahren darfst. Denk daran, dass du einen Job zu erledigen hast und dafür sorgen musst, dass es im Stahlwerk keine Fledermausplage gibt. Hast du kapiert? Sehr wohl, Ma'am. Ich sehe eine Fledermaus. Allerdings nur, wenn ich in den Spiegel gucke. Und das tue ich heute mal nicht, weil warum sollte ich? Hier geht's nach oben. Warum? Hier ist eine brüchige Wand. Wieso? Was ist dahinter? Zum Beispiel eine Riddler-Trophäe. Die nehme ich doch einfach mal mit. Ich bin da jetzt ganz ehrlich, ich nehme das einfach mal mit und hier muss ich mich doch wahrscheinlich rüber sein. Moment. Machen wir so. Hallo. Ja, hier haben wir auch eine Riddler-Trophäe. Die Frage ist bloß, wie wir die kriegen. Vielleicht mit einer Dechiffrierung. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ups. Logisch. Das ist logisch. Dieses Passwort. Ja, geht auf. Super. Wie komme ich hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Außer, dass ich vielleicht... falsches Equipment. Der Anzug wird den Kontakt mit diesem Wasser auf keinen Fall überstehen. Der Freeze-Strahl friert es vielleicht lang genug ein, damit ich darauf gehen kann. Toller Plan. Aber erstmal haben wir hier einen Titanbehälter, der einfach nutzlos in der Gegend rumsteht und der jetzt zerstört ist. So, Wasser einfrieren. Aber ich komme doch da nirgendwo durch, oder? Also wir können es versuchen. Mal gucken, wo ist die Granate, der Freeze-Beschuss? Nein. Schön da bleiben. Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall. Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Eigentlich ein genialer Plan. Man macht ein Gefängnis, was man nicht wirklich befestigen kann, weil es ein Teil der Stadt ist, beliefert die Leute mit Waffen, lässt einige Bandenkriege losbrechen und anschließend vernichtet man alle, indem man eine Superbombe oder sowas oder Militär eben reinschickt und alle erschießt, die da sind oder sowas. Kurzum, so beseitigt man alle Verbrecher. Allerdings sage ich auch, das ist nicht wirklich gut, wenn man das so macht. Denn, seien wir mal ehrlich, auch Verbrecher und Straftäter sollten gerecht behandelt werden. So, da können wir hoch. Sag mal, hast du den Joker gesehen? Ja, er sah okay aus, nicht wahr? Ja, aber was zum Teufel ist da passiert? Gestern sah er noch aus, als würde er verrecken. Und heute alles bestens. Das ist nicht gut. Das würde bedeuten, dass der Joker Keine nämlich Ahnung. Ich hatte nur das Heilmittel genommen hat. Ihm nicht helfen können.
So, komme ich da unten rein? Sogar eine Ärztin foltern. Nee, da unten komme ich nicht rein. Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es aber doof. Gibt. Danach. Okay, mit Gleiten komme ich rein. Na, dann gleiten wir mal. Und ist los. Egal. Er ist zurück. Hallo. So, das war es mir wert. Oh, oh. Wer will denn hier an die Waffenkiste? Hey, ich drücke auf die Y-Taste und nichts passiert. Was ist denn hier los heute? So. Ich will den dann noch K.O. schlagen. Wenn es geht. So. Komm mal her. Bist du schneller als die Kugel? Naja, das weiß ich nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, ob du schneller K.O. schlägst, geschlagen wirst, als... Du solltest vielleicht weglaufen, Babs. So.